Ja, hi und willkommen, mein Name ist Aniroll und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Klassisch. Ja. Wen spielen wir denn als nächstes? Zero Suit Samus ist als nächstes dran. Okay. Bei wem spielen wir danach? Das weiß ich noch nicht, aber mal schauen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man danach noch spielen will. Wie wäre es, wenn wir irgendwas anderes nehmen? Wir nehmen mal Meta Knight als erstes, merke ich gerade. Meta Knight fehlt ja noch. Okay, das passt, weil mit dem weiß ich, wen wir noch spielen können. Und zwar den Triple D. Gut, Meta Knight, der überpowered Charakter aus Super Smash Bros. Brawl. Der so überpowered, weil er da aus Turnieren verbannt wurde. Weil irgendwie fast jeder Angriff von denen irgendwie ein Rettungsmove ist. Der sich irgendwie, weil nicht fünfmal irgendwie so in Luft bewegen kann. War richtig überpowered damals im Brawl. Ah, Waluigi time. Wah. Stern, du. Gut, gut gemacht. Ja, schön. Lief war richtig gut. Wollt ihr denn? Muss ich jetzt hier immer gegen dunkle und helle Seite kämpfen auf einmal? Ja, Meta Knight ist ja irgendwie der Hauptbösewicht in Kirby, oder? Nicht König DDD, oder wie habe ich ja jetzt so verstanden? Boah, was macht der? Als wie ist irgendwie der Trailer von King K. Rool gezeigt wurde. Da hat man immer erst so Bilder gesehen von all die Charaktere mit ihren Hauptbösewichten, also Mario und Bowser, Samus und Ridley und so. Bei Kirby hat man Meta Knight gesehen anstatt König DDD. Daraus bezieht das jetzt irgendwie so. Ich meine, Meta Knight ist ein etwas ernstzunehmenderer Charakter als DDD. Und ich meine, das Kostüm von Captain Falcon, das ist irgendwie eine Anlehnung an den Bösewicht aus F-Zero. Na gut. Ich habe mich auch gegenseitig an. Habra. War noch ein Pokémon. Gut. Schlitz. War schon wieder ein Pokémon. Glaube ich. Oh Gott, ich hab's vergessen. Okay, ich weiß gar nicht, was denn seine Dings überhaupt ist. Also, guck mal her. Okay, auch einfach so. Alle kopieren sie die Ultimate von Ike. Alle haben sie irgendwie so eine Ike Ultimate. Ich glaube, Ike war der erste, der irgendwie so eine hatte, oder? Sie haben alle irgendwie so eine. Quajutsu hat eine. Noch einige andere Charaktere jetzt. Au! Schlitz. Man hat so auch wieder Anspielung irgendwas sein, keine Ahnung. Neben Mother oder Dings gespielt. Earthbound. Müssen wir irgendwie bei Google eingeben. Hier, wie heißt das? What I meant, also was ich gemeint habe, und dann Meme, das ist so geil.
sieht man einfach nur im Bild von dem Charakter irgendwie, von irgendeinem Charakter und Smash Bros. Und auf gesehen Dreck. Und ja, keine Ahnung, als ich zum Beispiel mal Captain Falcon eingegeben habe, sieht man einfach nur links ein Bild von Captain Falcon und rechts sieht man dann dort Dreck. Komm her. Und rechts sieht man dann einfach nur so ein Bild, weiß nicht, ist irgendwie so was. Oh geil, Riesentornado. Rechts sieht man einfach so ein ganz normales Bild von Captain Falcon, irgendwie so normal competitive, irgendwie Falcon Punch oder irgendwie so was. Dann unten sieht man dann, wie es dann wirklich ist. Keine Ahnung, sieht man irgendwie so Bilder, so Explosionen im Hintergrund, Feuer, das Knie. Das ist bei einigen Charakteren richtig gut. Vom Bewohner zum Beispiel. Sieht man einfach links so, what I meant. Ein Bild vom Bewohner halt, ne? Dann rechts irgendwie nur so ein bisschen Trolling, weil man irgendwie, weil nicht auf den ersten Blick nicht vielleicht so annimmt, weil der Villager so gut ist. Dann sah man unten irgendwie einfach nur so ein Bild, so Schlagzeilen. Mann wurde mit, keine Ahnung, Mann wurde mit Rüben getötet. Oder verrückter Typ baut aus zum Mörderhaus oder irgendwie so. Oder eiskalter Bowling, Unfall wegen halt die Bowling, wegen halt der Bowlingkugelangriff von einem Bewohner. So richtig geil, ich guck mir viel zu viele Memes von Super Smash Bros. In letzter Zeit. Bin aber irgendwie von noch nichts irgendwie gespoilert worden, komischerweise. Also ich habe nicht irgendwie Bosse oder so gesehen oder wie der finale Boss aussehen könnte in diesem Spiel. Also das alles habe ich komischerweise noch nicht gesehen, was irgendwie merkwürdig ist. Was ist das? Ja, ich voll Probleme mit Meta Knight irgendwie Gegner auch so, falls man das nicht gemerkt hat. Vielleicht sollte ich mich auch ein bisschen mehr konzentrieren, anstatt über Memes zu reden, wie keinen interessiert. So. Boah. Hui, boah, ehrlich. Boah, jetzt merke ich erst, wie nervig das ist, gegen Metroid zu kämpfen, ey. Boah, kann ich mich mal irgendwo hin bewegen, weil ich direkt von überall angegriffen werde. Aufpassen, ich glaube, fast jeder Angriff macht mich irgendwie, glaubt es mir irgendwie nicht, mich zu retten oder zu springen oder was weiß ich. Oh, dieser, was ist das? Ja, das 32%, ey. Trotzdem so schnell rausgeflogen. So, glaube ich, kein Ticket oder so benutzt, dann wäre ich jetzt so schlecht. Stelle ich mich gerade sowieso nicht an. Warum war Meta Knight eigentlich so überpowered? War halt wirklich, weil all denen seine Moves irgendwie Rettungsmove waren. Ich hab das irgendwie nicht so mitbekommen. Hab den halt nie gespielt. Da gibt es immer irgendwie in irgendeinem Spiel. Bayonetta in Smash 4 war, glaube ich, auch voll überpowered. Da kam irgendwie so ein Patch, wo die schwächer gemacht worden ist. Und jetzt, da weiß ich alles von Memes. Also irgendwie so ein kleiner Comic. Bayonetta, du kannst nicht jedes einzelne Turnier gewinnen. Wieso nicht? Da sieht man einfach nur irgendwie so diese Szene von SpongeBob. Nein, erst rutschen sie dir alle in die Schenkel. Nein, erst geht die ganze Community auf dich los. Die Community? Und dann wirst du genervt.
Da sieht man einfach nur so ein Bild von Meta Knight. Ja, ich weiß noch, bei meinem ersten Smash-Turnier. Da soll ich mal sagen, das Internet bringt einem nichts bei, ne? Und da müsste auch voll viel Schaden machen. Vor dieser Angriff, ne? Ich kotz, das kotzt mich so an, ey. Dreck. Du hast mir noch Schaden gemacht, ehrlich. Na, sehr gut. Oh geil, was? Hat er viel Schaden. Oh Gott. Ah, Dreck. Danke. Ich hasse ja, du bist da einmal drin, du kommst da nicht mal raus. Oder nein. Ach. Oh nein, du vermasselst mehr als. Oder nicht krieg ich. Oh nein, 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 nein. Guck doch mal aus. Die kaputt meine ich. So gut. Gut, das war. Keine Ahnung, das lief besser als gedacht. Vielleicht ist er ja immer noch überpowered, ich weiß es nicht. Gut. 8,4. Gut gemacht. Du warst nah dran. Gut, finde ich gut, wenn so läuft. Das ist ein Meta Knights Thema, glaube ich. Irgendwie so komisch. Will ich jetzt nicht irgendwie. Keine Ahnung, Meta Knight ist irgendwie der Batman von Super Smash Bros. Ist maskiert. Der Flügel. Aber Batman hat doch keine Flügel. Aber ein Umhang. Das sind auch Flügel. Der Mäuse haben Flügel. Okay, seid ruhig. Aber unter der Maske sieht er ja genauso aus wie Kirby. Also voll putzig, glaube ich. Genauso wie Batman. Der sieht auch voll putzig aus ohne Maske, ne? Ah. Ich hoffe, mich die ganze Zeit zu treffen. So, ich weiß ja schon, welchen Charakter wir jetzt nicht spielen. Freue ich mich schon eher drauf. Hoffentlich, weil ich dann bin ich dann auch ein bisschen besser. Also ja, König DDD. Den habe ich ja auch, den habe ich auch oft gespielt im Laufe der Zeit. Eben Smash Spaß gespielt, aber so hoffentlich werde ich mit denen ein bisschen besser. Ein paar mehr Punkte absahen. Bin ich überhaupt verreckt mit Meta Knight? Bin ich einmal verreckt? Nee, ne? Die Kämpfe haben halt verdammt lange gedauert, deswegen habe ich halt so eine mickrige Punktzahl. Also mickrig 8,4. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass ich nicht verreckt bin, hätte die auch potenziell auf 9,9 landen können. Ist ja aber nicht. Also muss ich halt ein bisschen schlecht gewesen sein. Ich glaube, so viele Parts von diesem Spiel werden gar nicht mehr kommen, nachdem ich mit Abenteuermodus und Klassischmodus fertig bin. Weil Abenteuermodus scheint ja nah am Ende zu sein und Klassischmodus
Ja, okay, da bauen sich halt noch ein paar Parts auf, ne? Stimmt, so um die 10 Parts. Aber danach, das ist die Frage. Gibt ja noch All-Star-Modus, den habe ich noch gar nicht angefasst. Aber was soll ich da unbedingt zeigen? Nimmst du einen Charakter und kämpfst gegen jeden anderen Charakter im Spiel. So, ich gegen doppelten. Geil. Bum bum. Ah, ich liebe dieses Eis. Da ist ein Kaugummi dabei als Stiel. So, Meta-Knight. Didede, wo bist du? Ja, König. Didede. Didede. Es kann nur einen König geben. Ja, das ist auch mal. Das ist auch mal etwas, was ich auch sagen würde. Finde ich gut. Bin auf der gleichen Ebene. Ich und König Didede. Oh, das ist ein König. Es war größer als King K.O. Ich will dich da reinschubsen. Ging nicht. Was ist das? Na, ich liebe diesen Angriff. Also, wie du aufladen kannst, die mächtiger werden. Ja, okay, König. Das sind Prinzen, das sind Prinzenrollen. Wenn es am Ende König. Alter. Wieso bist denn du jetzt schon wieder? Du warst auch gerade betäubt, ey. Dann bist du runtergefallen und... Ja, super. Daran warst du schuld. Ey. Tschüss. Okay. Ja, wir laufen gut, aber könnten irgendwie schneller sein, so habe ich so das Gefühl. Zelda, du bist eine Prinzessin, du bist keine Königin, oder? Ja, willst du eine Königin am Ende von irgendeinem Spiel? Was liegt hier? Ach, schneller. Doch, wenn mal getroffen werden, das Ding am Leuchten war geil. Ja, erste Mal. Peach und Daisy, okay, wir kämpfen ja nur gegen Royalty. Alter, wird schon 79 Schaden. Aber wie viel Schaden? Alter, warum kriege ich von allen so viel Schaden? Kann nicht wahr sein, ey. Nee, hier fahre ich auf jeden Fall. So, das ist eine Bombe. Tschüss. Fass nicht, dass ich das mal gewonnen habe. Ja, weil ich so viel Schaden habe, kriege ich so wenig Punkte. Blöden. Warum haben die denn so viel Schaden gemacht? Der Schirm hier und also, weil er voll viel Schaden gemacht hat. Ich tue dich und deine ganze Linie erledigen, ne? Boom. Oh, Junge. Das wollte ich eigentlich nicht. Und lass mich rein, die fliegen jetzt auch beide raus, ne?
Nee, der Bär ist ja jetzt noch, Ristat. Boah, Ristat, habe ich gesagt. Boah, der war gut. Und der war auch gut. Einfach den Puck zurückgeschossen. Ach Mann. Gönnendorf. Ich finde das so gut, wie sich das irgendwie so ein Aua. Irgendwie so ein Poolball irgendwie schießen. Wie nennt man die Dinger? Poolbillard, ne? Poolbillardball. Boah, Junge, ehrlich. Wieder ein Schnitt, aber auf. Schnitter. Critical Hit. Dreifacher Schaden. Tschüss. Ja, weil ich wieder so viel Schaden hatte, könnt ihr sehr viel bessere Punktzahl kriegen. Ich rede den nicht mal kaputt, weil sein Hammer so lange dauert. Also ein Angriff dauert so lange, ja, sie völlig sind. Hey, lass mich da durch. Nein, du blödes Ding. Hoch. Mach hoch. So graziös. Oh, Rainer. Tschüss. Boah. Und okay, wer kommt jetzt? Meister und Crazy Hand. Nein. Hätten sie noch Giga Bowser mal reinpacken können, ja, der wird auch dann dort weg. Oh, ehrlich, wie willst du diesen Angriff ausweichen? Manchmal habe ich kontinuierlich hier bewegt, ey. Trotzdem hat das nichts, aber ich mache zweimal einen Angriff. Na gut. Oh nein, er spackt gerade. Alter, das Ding jongliert voll darüber. Was ist das? Nein. Wie B-Slap. Ah, Kante, da bin ich sicher. Schön. Gut. Ich glaube, langsam kriege ich die beiden irgendwie raus. Jetzt, wo ich fast jeden Charakter gegen die schon gekämpft habe. Das gedacht, je öfter ich gegen die kämpfe, desto besser ich werde ich gegen die. Stand der jetzt irgendwo? Boah, ich habe schon wieder nicht drauf geatmet. Wie das Lied heißt. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, mal gegen König der Idee gekämpft zu haben in Kirby. Ich habe nur den ersten Kirby-Teil mal gespielt auf Virtual Console. Und ich kann mich erinnern, gegen Meta Knight gekämpft zu haben, aber DDD weiß ich irgendwie nicht. War, glaube ich, gar nicht der finale Boss oder so. Keine Ahnung. Ja,
der finale Boss war irgendwie so was, riesiges oder so, weil man irgendwie in Final Fantasy irgendwie so sich irgendwie denken könnte, irgendwie so ein abstraktes Viech, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Also es ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich gespielt habe. Muss man gleich sehen, wie viele Charaktere noch übrig sind. Ja, noch ein bisschen Geisterdingen machen. Und dann noch irgendwie, keine Ahnung, einige Meilensteine da freischalten. Zum Beispiel besiege 3 Profi-Dinger ja ohne Geister einzusetzen. Dürfte ja nicht so schwer sein, glaube ich. Und die da oben, ne? Die Nachbarn. Hey, die ganze Zeit am Schreien, ey, so lautstark. Ich höre das hier die ganze Zeit. Dürfte jetzt nicht so deutlich zu hören sein in der Aufnahme, aber ehrlich. Das ist immer so um, ich tue jetzt mal ausnahmsweise ein bisschen eher aufnehmen, so 17 Uhr und so, aber das geht noch bis irgendwie 21 Uhr oder so manchmal. Manchmal, wenn ich hier abends irgendwie so aufnehme, hört man die immer noch. Weiß nicht. Irgendwie, weil nicht. Kinder irgendwie. Irgendein Mädchen oder so. Keine Ahnung. 15, 16, irgendwie sowas. Geht immer irgendwie eine Freundin ein um die Zeit, die immer abends vorbeikommen. Und dann schreien sie immer wie blöd. Ich glaube, wir haben auch Konsolen da oben. Ich höre immer hier immer diese, wenn man irgendwie die Wii irgendwie hochfährt. Ich höre so bekannte Geräusche ja von einigen Konsolen. Ja, kann sein, die auch irgendwie da am Zocken sind und sich voll aufregen. Sind schon auch voll die Hardcore-Zocker. So, lass mich mal ganz kurz hier gucken, Meilenstein. Das kriegen wir doch jetzt hier auch noch hin, ne? Jetzt hier 3 Siege gegen Geister vom Rang Profi ohne ein Geisterteam ins Feld zu führen. Profi, alles klar, 2 Sterne. Also, und dann machen wir jetzt noch ganz schnell, bevor ich das wieder vergesse. Ist Junior Profi. So, ich will gar kein entfernen. Kann man irgendwie entfernen. Gott. Wünde dich mit einem Kommspieler. Helfer Tobi machen das Leben schwer. Ach, Nintendogs, ne? Oh nee. Wir müssen gegen Wolves kämpfen. Das dürfte jetzt eigentlich nicht so schwer sein, finde ich. Einer ist weg. Geh weg, du blöde Hülle. Bin ich so ein Fan von Hunden. Was ist das? Nein! Ich nehme aber auch richtig Schaden, ne? Aber ich muss ja nicht 3 in Folge oder so gewinnen, ne? Komm her. Nein, oh Gott. Lass mich nicht durch den Dreck hier frecken. Oh, tschüss. Nein! Boom, tschüss. Nur 1. Ob wir gewinnen oder verlieren. Ich glaube, es gibt gar keine Trophäe hier, dass ich Schildöffner und so was alles benutze. Also okay. Ja, irgendwie ist so ein Event am Lauf. Verliere 3000 Geisterpunkte. Okay. Oh, wie aggressiv, ne? Da wollte ich eigentlich nicht haben, aber okay. Nehme ich. Oh, nur noch 2 erledigen, kommen. Den habe ich schon, oder? Habe ich den nicht schon? Da müsste dann so ein Haken da sein, ne? Gegner starten mit der Feuerblume. Ich habe Konter. Ganz wichtig mal mit deiner Feuerblume. Ich bin Ike. Komm her. Man hat aber auch ganz schön Schaden, ne, wenn man keinen
links ausgerüstet hat. Boah, ehrlich. Ich mache auch gar keinen Schaden. Ist das? Ja, noch eine. Noch mehr hier. Feuer, 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 Feuer. Wow. Stimmt ja, der springt ja dann da raus, ne? Da kann er ja nichts mehr machen. Cool. Okay, ich krieg 510 GP. Das ist aber krass. So, dann du. Okay. Komm. Ray Mark 2. Den Schwending Geist habe ich doch schon, aber da müsste ja ein Haken oder irgendwie sowas sein. Was ist das? Ich habe gar keinen Schaden abgezogen, meine ich. Gut. Ich habe ein Schwert, weil wir machen, keine Fernkampfangriffe, was? Geh nach Hause. Nee, ich habe noch keinen Schaden. Tschüss. 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 Perfekt. Ohne Schaden. Geh nach Hause. Ach. So, da waren jetzt drei ohne. Ja, den habe ich doch. Mal, vielleicht habe ich den nicht mehr. Ich habe den ja mal entwickelt, ne? Das kann sein. So, boom, machen wir das auch. Karin. Das ist besser als Street Fighter. Kennen die aber nicht. Gut. Ja, kein Ding. Gut. Zwei Meilensteine bekommen. Ich darf mal so ein Ding einsetzen. Weil da muss ich auch mal ein paar einsetzen. Gut. Dann war es das für diese Folge. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir im Abenteuermodus weiterkommen. Und hey, warte mal. Shop. Kämpfergeist. Iggy. Bester Koopaling. Meryl. Wie ist aus Dings, glaube ich, aus Metal Gear Solid. Keine Anti-Elektroböden, ne. Einfach nicht mal rein. Sie haben einen Einträge im Geisterkatalog verzeichnet. Ja, können wir mal gucken hier. Wie sich das hier schon langsam füllt. Von den Part beenden. Hier sind mal alle neuesten, einige, die ich offscreen irgendwie hier geholt habe. Der Papier ist noch alles, was wir letztens aufgenommen haben. Nur hier ungefähr überall, wo neu ist. Hier Stern und so. Hier Peach als Braut. So, Kämpfer 83 von 100. Fühlt sich auch langsam gut. Alles klar. 77 brauchen wir noch, dann kriegen wir noch einen Meilenstein. Gut, dann würde ich sagen, das war es aber jetzt wirklich für diese Folge. Ich bedanke mich allzu fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Und ja, ciao, ciao.